Ja, natürlich, Baba. Guten Morgen, grüß euch. Ja, Bergfixl ist wieder einmal unterwegs mit euch. Und heute bin ich da im schönen Talschluss vom Gasteinertal herinne. Es liegt auf 1576 Meter hoch, das Sportgastein. Das ist ja zugleich mein Ausgangspunkt der heutigen Tour. Und zur Information, was habe ich vor heute? Eigentlich bin ich immer strebenswert, finde ich halt immer strebenswert, wenn man da in die Berge ist, auch am Berggipfel zu erklimmen. Heute schaut das vielleicht ein wenig anders aus. Es gibt sechs Seen unten an der Wegbeschreibung, Knappenbeutelsee. Das wird eines meiner Ziele sein. Unter anderem habe ich noch was anderes vor. Und wie es also ausgeht, je nachdem, werde ich auch einen Gipfel mitnehmen. Aber das ist noch nicht fix. Also, lasst euch überraschen, der heutigen Tour. Wird sicher ganz interessant. Und ich habe gesagt, auf geht's und los geht's. Juhu! So, der Weg geht da teilweise über alte Wirtschaftswege bzw. da über so einen neuen Wirtschaftsweg. Und bei der Mittelstation von der Goldbergbahn bin ich ja schon fast, die liegt auf ca. 1900 Meter. Und warum heißt die Goldbergbahn? Wenn ich das recht da, also ich sage einmal, ich bin heute mehr oder weniger unterwegs, nicht auf Goldsuche, aber da dieser Berg oder dieser Talschluss ist ja bekannt dafür, dass früher Gold gewonnen oder abgebaut worden ist und darum wird der Berg oder die Bahn auch Goldbergbahn heißen. Und wenn alles so gut geht, wie heute ja ein altes Goldbergwerk besuchen, was schon lange stillgelegt ist, und schauen wir mal, wo wir das auch finden. Hat heute wieder recht einen Sturm und einen ordentlichen Wind angesagt. Und wenn es mit der Tonqualität nicht passt, entschuldigt es das. Gell? Es ist bei Wind nicht so einfach. Gell? Aber jetzt gehen wir weiter.
So, ich bin schon recht gut weiter Roman jetzt. Von der Wegfindung schaut es so aus, dass ich relativ wild aufgestiegen bin, um ordentlich Höhenmeter zu machen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich diesen knappen Beutelsee finde. War ich schon einmal in Roman und war aber ein wenig Spartan. Und heute müsste es passen. Es ist knapp 9:30 in der Früh oder Vormittag. Und ja, habe ich noch ein wenig Zeit. Und da sind wir schon beim knappen Beidelsee. Ja, herrlich. Und da gang jetzt rauf zum Kreuzkogel. Das war ja der Zuckerl gewesen, ein Plus eventuell, gell? Oder für sich bin ich so unterwegs, heute gleich wegen Ruhe, wegen dem Wind. Bin ja recht gemütlich unterwegs und habe mir gedacht, ja, Gipfelbesteigung, wie gesagt, war ein Plus gewesen. Aber eigentlich will ich ja die alte, das Bergbaugebiet, beziehungsweise da gibt es so alte Stollenanlagen, die sind noch vorhanden, aber wahrscheinlich zugesperrt. Einige Werte sowieso nicht. Das ist mir zu happig. Aber ich will mehr auf den Grund gehen, was da auf sich hat mit dem Goldbergbaugebiet. Und wollte mir immer schon mal anschauen. Jetzt da habe ich die Zeit dazu. Und ja, Stück haben wir noch zum Gehen. Dann machen wir das, ne? Ich bin ja gespannt, ob ich zu den alten Goldbergwerk hinfinde. Weit kann es gar nicht mehr sein. Gell? So, da hat man schon mal, ich weiß nicht, ob sie mich verstehen kann, sie reden ein bisschen lauter, hat man schon mal so ein altes Haus. Wie lange ist das schon her?
gibt es es nicht mehr. Da sieht man richtig nur die Hausmauer. Wahnsinn. Ja, und das schaut da so gemauert aus, wie man sehen kann. Das war sicher mal eine alte Stallanlage. Links, rechts schön gemauert. Ich glaube, das kann man gut erkennen. Das ist eine Einbuchtung, da war mit Sicherheit auch mal ein Stall drinnen. Und man sieht es ganz genau, da war schön. Mauerreste, da sieht man es auch schön. Und ich da genauso einmal einen Stall reingegangen sein. So, ich muss da jetzt ein wenig aufpassen, dass mir die Sonne zu früh untergeht hinter den Berg. Gell? Und ich bin noch ein wenig im freien Gelände unterwegs, der Weg hat sich echt verdammt. Und ja, ich habe da ein gewisses Bild vor Augen, wie das Bergwerk ausschaut. Ich habe da ein paar Bilder aus dem Internet mir angeschaut. Das blende ich einmal kurz ein. Und so habe ich meine Vorstellung eigentlich. Aber so wie es ausschaut, finde ich das da gar nicht. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist da geht es noch ein bisschen ums Eck um, aber es ist sehr ausgesetzt, da weiß ich jetzt nicht, wie ich es machen soll. Schauen wir, ein Stück Zeit, ein bisschen Zeit habe ich noch. Und ja, dann sehe ich mal eh. So, wie es ausschaut, hat man da wieder also eine Fundgrube da. Auch von den Stollen. Den großen, weit und breit nichts zum Sehen. So, jetzt steige ich da noch ein Stück auf, um mir ein bisschen einen Überblick zu verschaffen von der Bergwelt. Und dann glaube ich, steige ich zurück, wo ich hergekommen bin, zum Knappenbeutelsee, weil ich will noch eine gescheite und deftige Jausen machen. Ich glaube, die brauche ich jetzt dann. Das ist echt wie verhext, oder? Da vorne hat sich im steilen, schroffen Gelände der Weg komplett verfranst, du hast nichts mehr gesehen. Jetzt auf einmal ist da wieder ein Weg da, wie ihr es gesehen habt. Den Weg folge ich jetzt noch, weiß nicht, 15 Minuten. Und wenn dann kein Goldbergwerk zum Sehen ist, dann drehe ich um. So, und ich weiß nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Aber da geht frei weit ein Loch rein. Ich habe jetzt einen Stein runtergeworfen und man hätte den schon ordentlich weit runterpotzen. Ja, da wäre ich nicht reinfliegen, glaube ich. Aber das dürfte schon so einmal so ein Stein sein, so kleiner zumindest.
ich bin mittlerweile schon wieder am Retourweg gefunden, entdeckt. Von einem alten Bergwerk habe ich nichts. Vielleicht mag es schon eine Sommer, wenn es hell bleibt. Mensch, das ist dann noch mal probieren. Jetzt gehen wir noch mal zurück zum See. So, da sind wir jetzt schon wieder beim Bergsee. Sehr gut. Puh. So, ich habe mir da jetzt echt ein schönes Platz gesucht und den Gaskocher habe ich schon angeschmissen und ich habe da heute, denke ich, ganz eine gute Jause mit. Schauen wir mal, was ich dabei habe heute. Was habe ich da heute Gutes mit? Streichkäse mit so einem Kornspitz, Kornwickel. Und einen ober geilen, leckeren Karottenkuchen. Man, das wird fein schmecken. Ja, ist das gut.
Ah, den guten Tee, den brauche ich jetzt, weil da zieht es ordentlich und kalt ist es auch ordentlich, gell? Und dazu den geschmackigen Karottenkuchen. Unglaublich, der ist sowas von gut. Ah. Genau das Richtige. Boah. So, liebe Berger Naturliebhaber, ich habe jetzt meine Jausen gemacht und einige Zeit oder am wunderschönen knappen Beidelsee verbracht. Echt ein Traum, der Sturm geht nach wie vor, ich bin recht fest einpackt, weil es ist sackhalt. Und ja, dieses Goldbergwerk, wo ich geglaubt habe, dass ich es finde, das habe ich nicht gefunden. Ich habe zwar einige Stollen, wie ihr gesehen habt, gefunden, aber das nicht. Und ja, schauen wir mal, vielleicht komme ich nächsten Sommer dann wieder her. Und vielleicht gibt es ja in der Zwischenzeit dann einiges an Informationen. Vielleicht sehe ich das Video sogar gar Steiner und kann mir da ein bisschen mehr Infos geben dazu. Wie gesagt, gell, ich habe es nicht gefunden, aber ich denke, es war trotzdem recht erwachsen. Gell? Und jetzt werde ich langsam zusammenpacken und mich wieder am Arbeitsweg machen. Gell?
Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem soweit gefallen. Einmal ganz was anderes, gell? In den Goldbergen im Gastein, gell? Und aber nicht vergessen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben natürlich, gell? Und da hat mich gefreut, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, wenn der Bergwechsel unterwegs ist. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Viertank. Juhu!